Wenn ein gefürchteter und ausgewachsener Braunbär in die Nähe von Menschen kommt, kann solch eine Situation schnell mal eskalieren. Umso mehr Sorge bei einigen Anwohnern in Florida, als sich solch ein Tier einer Stadt näherte. Mit einem Betäubungsfall konnte er nicht ausreichend außer Gefecht gesetzt werden, er flüchtete Richtung Wasser. Doch nun waren nicht mehr die Menschen, sondern der Bär selbst in Gefahr. Sollte die Wirkung der Betäubung genau im Wasser anschlagen, würde der Bär ertrinken. Adam fasste einen Entschluss und obwohl der Bär zuerst die Menschen bedrohte, wollte er ihn nun vor dem grausigen Tod schützen. Ein Entschluss, der auch leicht hätte ins Auge gehen können. Doch mit viel Glück und Muskelkraft schaffte er es letztendlich wirklich, den Bären wieder ans Land zu bringen. Anschließend wurde er wieder in die Wildnis gebracht und sein Retter Adam bekam eine ganz emotionale Verabschiedung, die er so schnell sicher nicht vergessen wird.